Die Villa in der Berggasse 7 in Jena bewohnte ein Mann, der wohl wie kaum ein zweiter seine Forschungen beharrlich vorantrieb und für seine Theorien kämpfte. Im ehemaligen Wohnhaus von Ernst Haeckel wird nun sein Leben und Werk mit Originaldokumenten nachgezeichnet. Ernst Haeckel war Zoologe par excellence. Beruflich wie privat war die Meeresbiologie seine Leidenschaft. Sein Haus nannte er Villa Medusa, nach dem wissenschaftlichen Begriff für die Qualle. Seine Wohnbereiche gestaltete er mit Objekten, mit denen er sich auch wissenschaftlich beschäftigte. Zahlreiche Aquarelle und Ölbilder sind Ausdruck seiner Begeisterung für die Natur. Während seiner Exkursionen und Forschungsreisen fehlte sein Skizzenbuch nie. Ab 1865 war Haeckel Professor für Zoologie in Jena. 1883 zog er in die Villa Medusa ein. Zahlreiche Schriften zur Biologie und Evolution, Bilder und seine berühmten Stammbäume zeigen nur einen Teil seines umfassenden Werkes. Die authentischsten Orte des Hauses sind das Balkon und Haeckels Arbeitszimmer. Auf seinen Wunsch hin sollten beide Räume erhalten bleiben. Die umfangreiche Bibliothek, sein Schreibtisch, die Büsten und Bilder lassen den Besucher nachempfinden, wie Haeckel lebte, arbeitete und dachte.